Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Warcraft 3 Reforged mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind noch in der Kampagne mit den mächtigen Orks unterwegs. Und der Thrall ist auf seiner Mission. Im letzten Teil haben wir so ein bisschen die Spielprinzipien kennengelernt. Wir haben den Seher getroffen, der uns einiges verraten hat über unsere Vergangenheit und über unsere Zukunft. Und gucken wir mal, ob wir ihn heute treffen. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht blicken lassen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen. Aber es wird einige Zeit dauern, bis sie eintreffen. Dann müssen wir dieses Lager sofort vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Jawohl, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grommash Hellschrei? Er und der Kriegshymnen-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Hellschrei gehört. Verdammt, Grommash. Wo zum Teufel steckt ihr? Er richtet einen Bau, eine Kriegswirtschaft. Der blinkende Button am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass eure Quests aktualisiert wurden. Klickt auf Quests, wenn ihr mehr über eure Ziele erfahren möchtet. Ja, wir haben hier so ein Altar. Da ist unsere Kriegswerkstatt. Peons können in Goldminen wie dieser hier Gold abbauen. Ja. Wählt dazu einen Peon aus. Wenn ihr einem Peon befohlen habt, Gold abzubauen, transportiert er es automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Aha. Hier sind einige weitere Peons. Befehlt ihn, in derselben Mine abzubauen, um den Goldertrag zu steigern. Ach cool, danke, du hast mir noch mehr Peons gegeben. Mhm. Das kann ich. Oben rechts seht ihr, wie viel Gold ihr zurzeit habt. Wenn Peons mit Gold in euer Hauptgebäude zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Cool. Ihr habt gerade einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. Mhm. Wenn die Ausbildung einer Einheit in diesem Gebäude abgeschlossen ist, bewegt sie sich automatisch zum Sammelpunkt. Um einen Sammelpunkt festzulegen, wählt eins eurer Gebäude aus, das Einheiten produziert, und markiert die gewünschte Stelle mit Rechtsklick auf den Boden. Eine Einheit auszubilden. Ja. Arbeit, Arbeit. Ihr braucht zusätzliche Orkbaue, um eine größere Bevölkerung zu versorgen. Baue liefern die Versorgung, mit der ihr weitere Truppen ausbilden könnt. Mhm. Um einen Bau zu errichten, wählt zuerst einen eurer Peons aus. Ja. Klickt dann auf der Befehlskarte auf den Button Gebäude errichten. Machen wir gleich, ne? Auf der Befehlskarte stehen jetzt weitere Buttons zur Verfügung. Klickt auf den Button Errichten, um einen Orkbau zu errichten. Das machen Bewegt wir dann jetzt mal den Mauszeiger etwas mehr an die Stelle, haben, ich glaube, an der das Gebäude stehen soll. Kürzer, aber ist Wenn ihr eine geeignete Stelle schön. Gefunden habt, könnt ihr per Linksklick darauf mit dem Bau beginnen. Zur Arbeit, was ihr wollen. Sollen wir noch einen Bau hier errichten? Alles klar. Das sieht so witzig aus, wie die Teile da rumfliegen. Die Geister sind ruhelos. Gut platzierte Kriegswerkstätten können die Effizienz eurer Holzarbeiter verbessern. Befehlt einem Peon, in ihrer Nähe eine Kriegswerkstatt zu bauen. Okay, machen wir. Kannst du mir ja noch einen Peon bauen, ist ja ganz gut, wenn wir 2 haben, ne? Oh nein, die Wölfe sind wieder da. Oh, denkt mal an mein Napoleon-Let's Play. Oh Mann, sind mir die Würfel da so auf den Geist gegangen. Bereit zur Arbeit, hm? Aber gern. Das ist unser Maximum. Das steht hier nicht, ne? Also wir haben 20 momentan aktuell, aber ich glaube, es gibt... es Arbeit gibt ein Limit, abgeschlossen, ne? Wir wollen. Dann bauen wir mal noch einen. Alles klar. Errichte mal noch einen Bau und dann bauen wir mal eine Kaserne und dann holen wir uns mal ein paar Grunzer. Äh,
Ich schneide das übrigens Arbeit manchmal so ein bisschen zurecht, ne? Wenn jetzt hier wir einfach Arbeit nur... Abgeschlossen. Moment, Kriegsentscheid, hier muss meine Kaserne hin, ne? Ja, ich lasse das dann also manchmal ein bisschen raus, wenn wir hier... Forschungen, mit denen ihr eure Truppen direkt verbessern könnt. Wobei, warte, forsch erst die Rüstung. Ich schneide das dann halt so ein bisschen zurecht, ne? Weil ich meine, ihr müsst ja jetzt nicht die ganze Zeit hier einfach nur drauf glotzen und, ne? Weil, ja, ist ja langweilig. Ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass man das Menü nicht mit Escape aufruft, sondern mit Escape, wenn man noch aus Versehen ein Gebäude gewählt hat, noch alle möglichen Forschungen, die da laufen, gerade abbricht. Und das ist mir gerade passiert. Aber gut, ich lerne wieder dazu. Es ist ja schon lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Arbeit abgeschlossen. Cool. Muss was getan werden? Weiß nicht, bauen wir mal noch eine Kaserne, hätte ich jetzt gesagt. Bildet weiter Grunze aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt. Juhu, wir haben die Stahlnahkampfwaffen abgeschlossen. Mein Leben für die Horde. Hä? Swobu. Also weiter. Auf mal weiter. Ja, gucken wir mal, ob ihm die Jungs hinterher rennen. Ondabu. Mein Leben für die Horde. Meister? Arbeit abgeschlossen. Ja? Superb. Ich weiß nicht, brauchen wir noch mehr Bauten? Ich kann hier nicht bauen. Alles klar. Keine ich Ahnung. Ich bin der Kriegshäuptling. Abgeschlossen. Aha, super. Okay, dann haben wir jetzt auch die beiden Forschungen für unsere Grunzer fertig. Für die Horde. Nice. So, gleich kommen unsere nächsten Grunzer wieder raus. Mein Leben für die Horde. Ja. Die Geister sind ruhelos. Oha. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grommash. Hoffentlich nicht. Aber wenn Sie Höllschrei gefangen haben, wird es Ihnen noch leid tun. Loktaoga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Unsere Stadt wird angegriffen! Aber eingeschlossen für die Horde! Hä? Lokta! Lokregal, Nogul! Komm schnell runter. Hey. Meister? Hinterher. Dabu. Was ihr wollt? Nehmen wir direkt mit runter. Mein Leben für die Horde. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Locknarach! Mein Leben für die Horde. Niemand wird überleben. Was ihr wollt? Wo ist unser Peon? Hier. Ja, die elenden Menschen wurden vernichtet. Bewegt Thrall und eure restlichen Einheiten mein über Leben die Brücke und sucht Grommash. Meister? Also weiter. Wir sollen hier rüber, aber ich glaube, die schießen für die oder? Ehre. Schießen die? Eines eurer Gebäude wurde im Kampf beschädigt. Moment, warte. Um es zu reparieren, wählt einen Peon aus. Ja, klickt okay auf den Reparieren-Button. Und wählt dann mit Linksklick das gewünschte Gebäude aus. Das machen wir ja bereits, ne? Ja. Zeit zu sterben. Auf den Turm. Mein Leben auf die Türme müssen sterben. Horde. Ich weiß nicht, hoffentlich kommt nachher nicht jetzt sowas wie sammelt so und so viel Gold oder hey, spart so und so viel Gold an, weil ich hier gerade ja ein bisschen Deficit Spending betreibe. Zuck, zuck. Also den Stoffkraft da nochmal an. Swobu. Etwas voreilig. Ich bin der Kriegshäuptling. Mhm.
Wir brauchen mehr Ork-Bauten. Oh, wir brauchen mehr Ork-Bauten. Muss was getan werden? Richtig. Arbeit, Arbeit. Die Geister sind. Die hatten ja vorher auch eine etwas andere Synchro. Was passiert, wenn wir hier hinlaufen? Ja. Nix, okay. Ja, manchmal kommen da ja dann so. Manchmal kommen dann irgendwelche Figürchen rausgelaufen oder so. Mein Leben für die Ehre. Hey ho. Ondabu. Ich bringe Besuch mit. Was ihr wollt. Was ihr wollt. Also hier hinlaufen. Bau du mal noch einen Bau. Also weiter. Du mal hier hin und ich wir greifen dann mal das Tor an. Häuptling. Arbeit abgeschlossen. Arbeit, Arbeit. Lockregal, Nogul. Hä? Dabu. Oh, ich habe echt ziemlich viele Grunzer, ne? Ja. Lockta. Die Geister sind ruhelos. Ich hoffe, das ist nicht mein Hündchen, das hier den Lärm veranstaltet. Eure Zeit ist gekommen. Vier Schicksalshammer. Der Kettenblitz bringt, glaube ich, mehr was bei mehreren Zielen, ne? Viermal. Oder springt er von links nach rechts? Und so. Ich weiß nicht genau. Eure Armee ist so groß geworden, dass ihr ein gewisses Einkommen braucht, um sie zu unterhalten. Die sogenannten Kosten. Halleluja. Also weiter. Aber Moment mal. Arbeit abgeschlossen. Erhaltet ihr, wenn ihr den Cursor auf die Kostenanzeige in der oberen rechten Ecke des... Ah, hier, kaum Kosten. Okay, gut, ja, weil ich weniger Einnahmen habe. Was ihr wollen. Ah, das habe ich total vergessen. Stimmt, das gibt's ja auch. Ne? Alles klar. Das kann ich. Die Geister sind ruhelos. Hä? Loktar. Ich bin der Kriegshäuptling. Für die Ehre. Lapnarash! Niemand wird wir überleben. Werden ach, kommt doch mal mit hier, Jungs. Dabu. Die Geister sind ruhelos. Zuck. Bobu, für die Horde. Ich bin ja. Der ach, cool. Ein Schamane, nice, ein Stein. Ja. Okay. Wenn ihr mehrere Magiebenutzer gleichzeitig steuert, ja. Müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wirken. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Mhm. Wie ihr seht, werden die aktuell ausgewählten Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Hm. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Mhm. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Dadurch wird diese Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Also meint er das jetzt? Wahrscheinlich, ne? Die Geister sind ruhelos. Meister? Ich bin der Kriegshäuptling. Ja? Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, wenn man so ein paar... Ja. Fernkämpfer dabei hat, auf jeden Fall nicht verkehrt. Was wir wollen! Carnage! Ja? Hä? Die Geister sind ruhelos. Jetzt mal direkt mal den Kettenblitz noch ein bisschen stärker. Was wir wollen? Lockregal, Nogul. Meister? Ich bin der Kriegshäuptling. Das bist du immer, Junge. Ja. Für die Ehre. Ondabu. Ja? Was wir wollen, ihr ja, Kriegshäuptling. Mein Leben für die Horde. Meister. Also weiter. Hä? Mhm.
Swobu. Die Geister sind ruhelos. Kann ich da lang laufen? Ja. Man kann ja mal auf der Kampagne gucken, was da hinten so ist. Oh, da ist ein Ritter. Lokregal Nogul. Wir werden angegriffen. Meister, Kriegshäuptling. Wir haben herausgefunden, wo sie Grommas festhalten. Aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie! Hellschrei muss befreit werden! Die laufen hier nur so ein bisschen doof hier rum. Was wir wollen? Ich bin Meister. Der Kriegshäuptling. Ja? Nee. Genau, die Geister sind hier die vorlaufen. Dabu. Zeit zu töten. Ne, warte, blöde Idee. Was wir wollen. Ja. Also weiter. Meister? Lokregal Nogul. Für die Ehre. Ich bin mal ein bisschen raus, er ist nicht mehr so frisch. Also weiter. Ja, wäre besser gewesen, wenn wir hier noch hätten schießen können, ne? Ah, da ist er. Grommasch, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Thrall. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Der Seher wird es wissen. Okay. Dann sag ich vielen Dank, dass ihr heute auch bei diesem Teil dabei wart. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mein Projekt hier unterstützt. Wie ihr das macht, könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ich freue mich über einen Kommentar, ich freue mich über einen Daumen. Noch mehr freue ich mich natürlich über einen Patreon-Support. Dort könnt ihr übrigens Teile meiner Let's Plays immer vorab schon sehen, also deutlich bevor die auf YouTube überhaupt veröffentlicht werden. Und ich lade euch also gerne dazu ein, wenn ihr mich unterstützen wollt, den Patreon-Link in der Videobeschreibung oder auf meiner Kanalseite aufzurufen und euch das mal anzugucken, was man da so bekommen kann. Mehrere Projekte sind noch geplant. Ich freue mich auf jeden Fall, falls ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid, wenn wir, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt mit dieser Kampagne fertig, oder? Ja, ne? Ich glaube, der Auszug der Horde, der hat nur diese zwei Missionen. Ah, ne, da gibt es noch eine. Kapitel 3. Sturmreiter. Machen wir die auch noch, oder? Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, sehe ich dann erstmal, macht's gut und Pax Vobiscum. Valete.